fröhliches Miau und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die. Heute framen sie die Welt, wie sie gefällt. Das ist auch unser Ziel. Dieses Loch zuzukleistern. Ich weiß, dass das noch dauern könnte. Ich weiß, dass es auch noch dauern wird. Wissen wir alle, dass das ein bisschen dauert, bis ja alle Frames am richtigen Ort platziert sind. Ziel ist vor Nachteinbruch das hier zu vollenden. Weil ich möchte nicht heute Nacht ein offenes Loch haben. Bevor dann nochmal die Zombies denken, ah, können wir ja heute Nacht da unten noch ein bisschen Faxen machen. Ist nicht Sinn der Sache. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Deswegen beilen. So, hier kommt jetzt eine Stütze hin. Wo machen wir die hier hin am besten? Also hier kommt eine Stütze. Komm, hüpf, hüpf, hüpf. Jetzt hüpf doch. Na, ich muss höher hüpfen. Jetzt komm, mach. So. So. Komme ich nach da hinten? Nein, da komme ich gar nicht ran. So. Das ist ganz schön kompliziert hier. Das ist jetzt zu spannen. So. Ich hoffe, wir kriegen wenigstens, wenn wir nicht bis 22 Uhr fertig haben sollten, hoffe ich, dass wir wenigstens die Hälfte zugespannt haben. Weil das wäre dann schon Highlight. Wenigstens so ein bisschen zubekommen. Reicht mir auch. Muss ja nicht immer alles sein. Entschuldigung. So. Nur noch 70 Frames. Ja. Da ist er. Dann geht das hier ruckzuck. Guck mal, wie schön. Ne, wie schön das ist. Bald, Hamas. Bald. Bald, 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 bald. Bald, liebe Leute, bald ist es geschafft. Bald Hammers. Ey. Wenn ich mich komplett verplätziere. So. Noch da drüben ein bisschen neu platzieren. So, dann haben wir hier gleich auch alles dicht. Das ist doch super. Komme ich da schon ran? Komm. Gleich haben wir's. Noch ein paar Löcher stopfen und das Ziel wird, glaube ich, erreicht. Wohl könnte eng werden, weil ich nicht mehr so viele Frames habe. Habe ordentlich Frames hier verbraten müssen. Ich habe viel zu viele Frames verbraten. So, das war's. Alle Frames, alle. Meine ganzen Frames sind weg. Respekt, wie viele Frames ich jetzt hier verbraucht habe. F
fällen wir eben noch ein paar Bäumchen für neue Framesies. So, nächster Baum. So. Wir brauchen noch ein paar Bäumchen. So, eben noch hier neue Frames anwerfen. Das sollte aber auch reichen. Dann noch ein bisschen Holz probieren für zu Hause aufbauen. Und der letzte Schlag. Fertig. Und zurück, Marsch, Marsch. So, 20 Uhr. Die Frames sind wieder on the point. Also wieder da. Frames sind da und das massenweise. Da kann man nicht sagen, dass ich zu wenig Frames habe. Jetzt könnte das Einzige, was noch passieren könnte, ist, dass meine Konstruktion nicht hält und alles einstürzt. Das wäre die letzte Möglichkeit, die noch passieren könnte, die ich aber vermeiden möchte. Wirklich. Das wäre wirklich blöd. So. So. So, wie komme ich jetzt raus? Weiß ich nicht. Ah, ich weiß doch wie. Frame. Und hopp. So. Schön. Schön, schön, schön. Weiter und immer mehr, mehr, mehr. So. Ich glaube, das ist jetzt alles. Das ist doch super. Wir haben unsere Base, unsere neue abgesichert. Von oben. Das heißt, wir machen uns dann für heute Nacht wieder auf den Heimweg, weil morgen Tag 7 ist, die ich dann nicht noch herumsträumen möchte. Also, ab geht's. Komm. Habe ich eigentlich noch Skill Points? Ja. Will aber gerade nicht investieren. Ich will noch warten. Wir warten noch. Mein Ziel ist vor der Horde Stahl zu können. Das wäre schön. Es ist ganz schön anstrengend, hier hochzulaufen. Da kann man auch nichts sagen, wenn man hier hochlaufen muss. Da bleibt die Puste weg. Ah, ein Zombie, der sich noch um die Uhrzeit mit mir anlegen möchte. Ah, kein Thema. Bin ich immer zu... Ey. Geschlagen wird jetzt nicht mehr. So spät am Abend wird nicht mehr geschlagen. Das ist ganz klar.
Ganz klar wie Kloßbrühe. Stachelschwein, Stachelschwein, ja, so ist das, Stachelschwein. Komm, gib mir meine Pfeilchen, dankeschön. So. Schön wäre, wenn wir jetzt bald genügend Pfeile haben. Nicht genügend, genügend Skillpoints haben für die nächste Dingste-Bumste. Für Stahl. Ich will Stahl. Wenn ich heute Nacht noch mal in Häuser reingehen muss. Ist mir scheißegal. Ich will Stahl, liebe Leute. Ich will Stahl. Und da nehme ich auch jeden Umweg auf. Also, weiter geht's. Schon gelootet? Nein. Schön. Ich Platz für sowas? Jetzt ein neuer Slot belegt worden? Nein, Gott sei Dank. So, weiter geht's. Immer. Hab ich mich jetzt erschreckt? Nee, 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 nee. Hätte ich mich jetzt nicht erschreckt? Mich der Geier. So. Hast du mal einen Pfeil? Ja. Wo wollte ich eigentlich hin? Da wollte ich doch hin. Ich wollte da kurz reingucken, ob es da eine Wrench vielleicht gibt. Und? Nee, kein Bock. Kein Bock auf diesen Tausch. Will ich gar nicht. So, weiter geht's. So, für noch ein paar Zombies wäre ich gerade zu haben. Ernsthaft, ich wäre gerade wirklich... Wenn man vom Teufel spricht... So, meine Freunde. Zack, die Bums. Aufstehen, hinlegen. Feierabend. Hast du einen Pfeil? Nein, weiter. Hallo. Hallöchen. Guten Abend, guten Abend, guten Abend. Will nicht stören. Schönen Abend noch. Ich will natürlich nicht stören. So, zu Hause basteln wir uns. Zu Hause basteln wir uns, habe ich gehört. Ein schönes Bike. Was für die lange Strecke? Das wird ganz schön anstrengend. Ich habe vergessen zu markieren. Mach ich mal kurz. So, wo markiere ich denn? Wo habe ich denn getüdelt? Da, ne? Base. Groß geschrieben. Base. So. Ich finde den Punkt eigentlich ganz gut, weil wir sind da im grünen Biom, das heißt, ich überhitze nicht mehr so stark. Wir sind in der Nähe der Wüste, also es gibt alle Wüsten-Sachen, die wir noch gern haben. Wenn ich nicht weiß, was. Und wir haben zwei Händler direkt vor der Haustür.
ne? Das wird auch die Tag 14 Horde Basis und hoffentlich auch für die weiteren Horden eine Horde Basis. Der Sinn ist so, das soll so ein eine Burg sein, mit dem man dann, so wenn der erste Verteidigungsring geknackt wurde, kann man dann über einen Gehsteig so oben drüber die Türen öffnen. Also klack, klack, klack. Alle Türen auf, Luken schließen dann noch. Und dann, also die, das soll so ein Graben sein und der Graben darunter soll dann, was weiß ich, Spikes, später dann noch Blade Traps und was weiß ich alles. So dann Häcksel, Häcksel, Häcksel. Wir können dann so runter gucken, guck, guck. Und dann werden wir merken, jetzt ist keine Verteidigung mehr imstande zu verteidigen. Ne? Dann machen wir die Klappen zu. Klapp, klapp, klapp. Alle abgeklappt. Ne? Und dann geht's in die nächste Verteidigungsspur. So ist mein Plan, dass wir dann so, was weiß ich, drei Verteidigungslinien haben, die wir dann nach und nach zuschalten können. Und wir fangen natürlich mit der äußeren Verteidigungslinie an und dann kommt die innere, so die äußerste, dann mal. Und wir brauchen dann noch einen coolen Namen dafür. Burg Hexel. Oder Burg, jetzt habe ich's. Burg Zombieschreck. Burg Zombieschreck. Die Burg, wo alle Zombies Angst haben. Burg Zombieschreck. Eröffnet 2019. Es ist doch lustig. Boah, bin ich. Ich bin immer sehr, sehr schwer beladen nach Loot-Touren. Das ist ernsthaft. Bin ich immer voll dicht. So, Knarren. Ja, Gewehr. Das alles raus, raus, raus. Raus, 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 einmal kurz auffüllen und raus, so, können wir mal kurz usen, benutzen. So, funktioniert. So. Das sollte reichen. Einmal kurz sortieren. Das kann auch raus. Nochmal sortieren. So sollte das passen, ne? Sollte passen. So. Das hätte ich dann gerne auf meine Shotgun. Und das sind noch immer die Shotguns aus dem Creative. So. Wie sieht die jetzt aus? Ist auch eine richtige Shot. Ja, keine abgesägte. Gut. So, was machen wir jetzt noch? Ich kann das mal demonstrieren. Wie ich das meine mit so erster Verteidigungsring. Stellt euch vor, das ist so der erste Verteidigungsring, ja? So. Bisschen blöd zu demonstrieren. Also kann ich ja eben abklopfen. Also so, so, so. Hoppala, da bin ich schon unten. Ah, genau so.
Also jetzt sind wir im Keller doch gelandet. So. Hopp. So. Also, stell dir vor. Nein, das geht nicht. Scheiße. Muss ich doch hier oben zeigen. Also, zurück zum Thema. Stellt euch vor. Wir haben eine Spitzhacke, ja? Wunderbar. Diese wird ausgerichtet auf diese kleine Kante. Dann wird hier geklopft, diese 1000 runter. Ach, 10.000. Ist ja noch besser. Wir klopfen immer weiter, immer weiter, immer weiter. Ich habe jetzt hier 10.000 gleich runtergehauen. Mit meiner Schildpigge. Gibt doch nicht viel XP, ernsthaft. Gibt fast gar kein XP. Komm. Ein Schlag noch. Ernsthaft, das dauert doch viel zu lange. Und ich will das sich doch nur demonstrieren heute. Komm. Kam mir gerade so taghell vor, aber das ist klar meine Lampe, weil wenn die aus ist, ist nie mehr so hell, obwohl noch immer gut hell ist. So. So, liebe Leute. Also, stellen wir uns vor. Ich kann hier nicht drauf balancieren, ne? Nein, war klar. Also. Jetzt muss ich hier noch so. Ja? Ein Zombie kommt hier. Wupp. Weg ist er. Verstehst du? Ich glaube noch nicht so ganz. Habe ich eine Luke gerade zufällig übrig? Habe ich noch eine Luke, die ich, womit ich das besser demonstrieren kann? Ist ein bisschen blöd. Mal so zu zeigen. Habe ich hier noch eine Luke drin? Luke? Nein. Na gut. Soll ich euch eine Luke investieren zum Demonstrieren? Soll ich so nett sein und eine Luke herstellen, damit ihr versteht, wie ich das meine? Eine Klappe. Da. Jetzt ich baue ich extra eine Klappe. Nur zur Demonstration. So nett bin ich. Also, ich brauche hier mal ein paar Frames. Da so. Zap. Und hoppla. So, kann ich noch ein bisschen höher bauen? So, das sind so die Frames. Ja, schön hoch, perfekt. So, dann kommt da die Luke. Richtig rum, bitte. So. Obwohl noch nicht ganz. So. Ich brauche doch noch was. Habe was vergessen. Eine Tür. So, brauche ich auch noch. So. Erst muss die Tür da rein, Kuss. So, Türibus. Zack, zack, zack. Tür.
Lapp. So. Dann hier neben mal ein paar Blöcke hinsetzen. Zack. Zack, zack. Zack, zack. So. Jetzt kommt die Klappe. So, ausrichten natürlich. Schöne Richte, Richte. Und wutsch. So. Klatsch. Und jetzt vorsichtig. So. Dann am Ende mache ich, damit ich nicht runterplumpse. So. So, liebe Leute. Die Idee ist dahinter. Also die Klappe ist auf. So, wenn dann jetzt so ein Zombie... Platsch. Ja. Ich muss da jemand vor ihm draufstellen. So. Wenn aber so ein Zombie springt, was das ja auch kann, das Zombiechen. Ne? Lopp. Hopp. Ist es drüber. Das Problem. So. Deswegen die Tür dahinter. Schotte dicht. Dann kann das Zombiechen springen. Nee, ne? Wupp. Ist das wirklich möglich? Sonst habe ich ein Problem. Nochmal gucken. Ist das wirklich möglich? Hoppa. Nein, ne? Wupp. Ja? Die Idee da ist hinter, dass die springen natürlich nicht freiwillig. Die rennen einfach. Platsch. So. Nehmen wir mal an, hier unten sind meine Spikes weg. Ja? Die Spikes sind nicht mehr da. Dann Klappe zu. Türe auf. Dann können die... Und hier sind dann neue Spikes. Ha? Dann machen wir ganz viele davon. Und dann kann ich... Jetzt als Beispiel... Von... Hier so... Hoppa. So. Wie hoch möchte ich das eigentlich? Von hier oben. Die Klappe. Kann ich das überhaupt? Geht gar nicht. Oh oh. Muss ich tiefer sein? Ach, nicht echt tiefer sein. Ah. Oh oh. Ha. Ah, habe ich natürlich vergessen. Das soll natürlich nicht so seitlich. Ich muss das von. Ha! Huch. J. Entschuldigen Sie. Mein Fehler. Also, zurück zum Text. So, man soll da nicht so... Ach, das ist Blamage. Jetzt treffe ich noch nie mal gerade meine Leiter. Also, zapp, 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 zapp. Sohle. Mal jetzt auf Nummer sicher. Bin ich jetzt das Loch getroffen. Ich hätte mich so geschämt, glaube ich. So, komme ich jetzt an diese Klappe. Mehr oder weniger. Kann ich eigentlich diese... Wie heißen die? Stangen. Da Eisen. Holz. Holz irgendwas, wie heißen die? Hey, wie heißen die? Diese, wie die Stahlstange, aber aus Holz.
Wie heißen die? Ich weiß das gerade nicht. Holzplatte auf keinen Fall. Ah, Wood. Wood Bar. Brauche ich das oder brauche ich das? Nee, Wood. Ich brauche die Wood Bar. Probieren wir den mal. Wood Bar. Und das ist Wood Bar zentriert. Wir müssen natürlich, das ist hier natürlich alles Testgelände. Muss ich wirklich doch so machen. Also drehen. So ist das Ziel. So, dann kann ich von hier oben mit meiner Hoffnung bücken. Ich kann nicht dadurch die Klappe öffnen. Ernsthaft? Scheiße, ey. Das ist problematisch. Dass ich die nicht auf Entfernung, weil so ist das kein Thema. Wie mache ich das dann? Jetzt habe ich ein Problem. Weil ich kann mich ja schlecht hier hinterstellen. Die ist ja auf. Also ich kann ja. Hoppla. Das geht nicht. Jetzt muss ich überlegen, liebe Leute. Jetzt müssen wir überlegen. Wie machen wir das? Ich muss irgendwie einen freien Block haben, ohne dass ich selber in Gefahr bin. Kann ich eigentlich Türen auch so drehen, ist die Frage. Ich brauche jetzt eine Idee, wie ich dieses Ding öffnen kann, ohne mich selber in Gefahr zu bringen. Wie machen wir das? Ich habe keine Ahnung. Wie machen wir das? Ich habe wirklich gerade keine Ahnung, wie ich das hinkriegen könnte. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist jetzt die Folge vorbei. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zu einer neuen Folge 7 Days to Die und Miau.